Wir müssen quasi so arbeiten, dass jeder sich um einen kümmert und den möglichst immer auf sich fokussiert. Und einer oder und alle anderen sich gleichzeitig noch um den vierten. Ja. Hoffen wir, dass wenigstens das Abstand zwischen denen ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Und da. Nicht so pessimistisch. Simon am meisten Leben hat. Mach ich den allein, ja, ja. Oder gibst dir am besten Mühe? Wir teilen uns auf den beiden hier auf. So, was sagen die Amts? Mal so am Rande. Hi! 74 und 76, okay. So, alle Minen verwendet? Nein, habt ihr nicht. Wollen wir jetzt nicht vielleicht die Runde starten und auf irgendwie Klappstühle hocken und zuschauen? Nee. Nein. Nicht aufgeben. Wie der große Titan unsere Stadt zerstört oder so. Ne? Das sehen wir wahrscheinlich auch im Bright Home leben, das geht schon. Wir sind morgen, ist mir egal. Ja, nö, ich wäre schon dafür, mal zumindest versuchen, das hinzubekommen. Vielleicht geht's ja. Klar geht das. Klar geht das. Oh, ich meine, also wir haben Fokus auf jeder Seite. Oh, wenn wir den Moment aufhalten, sollte eigentlich. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich jetzt die. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine andere Seite von mir einen Gauss wollte. Ja, weiß nicht, ob die Gauss wirklich so sinnvoll ist dabei. Viel Schaden auf einzelnes Ziel. Ja. Der Fokus auch, viel Schaden auf einzelnes Ziel. Viel mehr Schaden auf einzelnes Ziel. Weil er sich richtig eingestellt hat, eben. Und vor allem weniger Nachladezeit. Also praktisch gar keine. Ich frage, was ich mich gerade frage. Hm? Wie blöd es auch klingen mag, wollen wir die Gatlings und so einfach ganz rausnehmen und gegen Foki austauschen? Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil, wer braucht eine Gatling gegen so ein Riesenvieh? Weil ich glaube fast. Ja, ist die Frage, was so klein Kaliber ist. Also klar, Gatling, Streulaser. Und vor allem würde ich sagen, dass man die Foki sehr weit an den Rand platziert, also nicht mittig in den Weg. Mhm. Also ich weiß nicht, da so vielleicht. Ja, es ist nicht mehr ein Amprei. Okay, die Amprei war vielleicht sogar was wichtiger. Jo. Also stell ich einfach dahin, wo der Gatling-Turm war, ist mir jetzt auch egal. Da. Also ich glaube fast, es wäre sogar ganz gut, wenn wir alles als Fokus hätten. Von uns mal abgesehen. Würde ich sogar fast sagen. Hm? Denn ich glaube, die anderen Sachen machen einfach auf einen zu kleinen Raum Schaden. Tauscht euch einfach alles gegen den Fokus aus, was hier steht, ne? Jo. Wenn die Punkte reichen. Die Arm kann man ja auch abbauen, ohne Verlust. Ja, gut, stimmt. Lass mal schauen. Ein Fokus normal. 600. Ich packe immer exakt so viele Punkte rein, wie die, wie die einzelnen Teile. Soll ich die Kairos auch rausnehmen? Ja, ne? Ja. Kairos. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, die slowt ja immer noch. Hoppala. Ist die nicht bei Bossen immun oder so? Kann das sein? Glaube ich, ja. Echt? Wär logisch. Okay. Bosse sind doch immer gegen alle Simon. Dann ist das hier bis auf die Minenspender alles arm, die Türme. Dann mache ich hier weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr in der Zeit schon mal den Overcharge aus einer Amp rausnehmen, wenn ihr das wirklich vorhabt. Mhm. Ja, 2600 wohl. Punkte. Ja, dann kannst du ja schon mal die Teile weiter aufwerten. Nee, die behalte ich jetzt. Nein. Merken, Blitzturm hat exakt dieselben Aufwertungswerte wie. Fokus. Dingsbums, Krams, Gedöns.
Aber schon irgendwie wenig. Ich werde da jetzt gleich 2670 Punkte dann stecken. Das geht gerade mal von 32 auf irgendwie 60 wahrscheinlich. So, 66, ACP ja. Auch raus, ja. ACP auch raus. Das ist nicht so langweilig auf dem Prometer. All Focus. Alter, das sind da viele Foki. Ah, jetzt habe ich den Overcharge, das will ich nicht. So, dann hier mal die Amp 4 Foki. Das sind 5. Und die Amp fehlt. Soll die Amp da nicht wieder hin, theoretisch? Ja, doch. Wir hatten die Amp. Da. Das funktioniert. Da rein und dann hier den ganzen Rest. Aber ich glaube, drüben ist die Amp um einiges stärker als die hier. Nö. Nicht? Hier drüben, also nördlich ist 66. 66 zu 70. 60 zu 70. Ja, ausgeglichen. Naja, und hier hast du 6 Funky. Ja, hier kämpfe ich aber auch alleine. Okay. Okay, das wird super. Leute, wir schaffen das. Komm, nein. Optimistisch bleiben. Moment, warum sind die jetzt auf kleinster Winkel alle eingestellt? Weil das der Standard ist. Bei allen anderen ist scheißegal, der nächste. Fall. Ja, gut. Obwohl, nee. Komisch. Weil du die anderen wahrscheinlich auf der nächste gestellt? Keine Ahnung. Ist doch scheißegal, die haben eh nur 2 Ziele. Ja. Let's lose. Ja, dann wollen wir mal. Ein Boss ist erschienen, ja. 2 Bosse ist erschienen. 4 Bosse ist erschienen. Das Boah. Der in den Bane, Markus? Ja, ja. Ich bin hier schon Fleischhilde. Ja, wir sind beide Fleischhilde. Ja, was doch. Einfach Fleischhilde. Alter, hat er mich einfach mal 3 Kilometer hochgekickt. Kümmert euch um mich. Ich bin wichtiger als die scheiß fucking Türme. Exakt. Der erste ist down. Ich würde mal das hier. Was? Der zweite auch gleich. Boah. Die haben kaum Leben. Und die ganzen Foki halten alle auf ihn drauf. Zweiter ist down. Ja, gut, stimmt. Die sind bei mir jetzt gerade erst auf Fokus-Reichweite gekommen. Au. Das tat weh. Ja, dann hast du gut Fleisch, wenn du dich spielst. Hey, wir schaffen das. Und du wolltest aufgeben, Markus. Zäh. Ja, okay. Neymar, ey. Da war ich doch schon sehr pessimistisch. Das war simpel. Sieg! Slumdog will jetzt ziehen. Geil. 24. Schön. Nein, kann ich hast du gerade noch doch 3 Milliprozent vor 25, oder? Nein. Sondern? Ist schon noch 20. Ist schon noch ein Achtel. So, mal schauen. Waffenwechsel während des Alter, ist die geil. Was? Mhm. Flinke Hände. Habe ich mir auch gedacht. Ist echt geil. Warum mache ich jetzt total wenig Schaden? Das ist sehr schade. Hm? Alter, schau mal deine Tode an, im Gegensatz zu unserem. Ja. Schau mal deinen erlittenen Schaden an. Alter.
Schaut mal meine Tome-Ausgaben an. Mhm. Wir sind bereit. Ach, Comic, ja. Was? Wir sind bereit? Bereit. Du. Hier, guckst du mal weiter. Jetzt kommt gleich eine Katze hier zum Ende, ne? Ja. Ja! Schön ruhig bleiben. I'm up. Oh? Ach so, ja. Du auch. Wir müssen alle hier wohl hin. Ja, was ist denn das? Steuergerät der Sokol. Ja. Zack. Und. Ach, die musst du alle selber anmachen. Ja. Warte, ich möchte hier hoch, ich möchte hier hoch. Ah, man muss eh hier dann hier rüber zum. Okay, Moment. Warte. Ja, ich chill. Shit! Egal, ich bin oben. Okay. Klick. Ja, ich warte auch. Na komm. Ah, ne, hier drüben. Hä? Ah. Da, hier oben wollte ich hin. Ah, jetzt. Und zielen. Alter. Oh, schön. Ruhe bitte. Oh, das war's schon. Schade, das war's schon, ja. Ich wollte sagen, ist das Licht tot? Nee. Ihr habt mich in die Seite gepikst. Oh. Ich dreh mich jetzt um. Oh, gehst so. Du Mama mich ausheulen? Genau. Dann kommt Mama mit? Ja, besser nicht. Das wird gefährlich. Gut, das war's mit Brighton. Das heißt, die Randgebiete wären als nächstes dran mit dem Staudamm. Okay. Gucken wir uns den noch an, die letzten 8 Minuten, oder seid ihr zu müde? Ja, angucken können wir uns den. Okay. Ja. Aber halt, wir spielen garantiert nicht mehr. Ja, klar. Hey, deshalb bin ich blau. Fuck you, blau. So, Mann, jetzt möchte ich mir die Nadelpistole mal kurz ansehen. Oh, Mist. Hab ich schon wieder was vergessen, ey. Kiss ja nicht. Ey, ich probier's einfach mal aus. So. Die Nägel sind gar nicht mal so schlecht, soweit ich weiß. Jo. Schön sieht's hier aus. Ja, geht. Und neue Gegner. Ich überlege übrigens echt, ob ich das mit diesen 30% mehr Schaden beim Waffenwechsel nutzen will. Anstatt die Synergie dafür rausnehme. Ich müsste die Synergie dafür rausnehmen. Scheint aber echt ein gutes Ding zu sein, gutes Upgrade. Ich nehme die Synergie dafür raus, Kram, ich nehme das mit. Okay. Oh, guck mal, unser Gigantus irgendetwas ist. Was? Oh, ja. Ja, der sieht richtig angeschlagen aus. Macht alles kaputt hier. So, jetzt komme ich auch mal rein. Da ist eine Wand im Weg. Alter, wir sind aber doch verdammt nah an dem dran. Ja. Boah, du dann blöden Rocket Jumps, ey. Ja, das ist sau praktisch. Wieso genau ist die Map nochmal vorgebaut? Keine Ahnung. Okay. Aus Gründen. Nee. Aber es ist schön. Ah, hier geht's rein. Glaube ich. Ah, nee, hier geht's raus.
Markus, kannst du mal kurz deinen Bereitschaftsstatus ausdrehen? Was testen? Ist wieder so eine komische Multi-Entry-Map. Ah, schade, Alpha War. Ja, da hinten war ich auch schon. Man kann ja nicht wissen. Aber vermuten. So, hier hat jemand sehr schön eingeparkt. Congrats. Ach komm, sogar auf dem doofen Stein ist eine Alpha. Nee, doch nicht. Eine Alpha. Oh. Ach komm. Komm, die hätten doch wenigstens irgendwo hier so ein... Ja, echt, ey. So ein Secret einbauen können. Ah, okay, auf das Dach kann man. Ja, und wie weit? Mal schauen. Ich sehe Reflexion, das heißt, die Tür lässt sich wahrscheinlich irgendwie öffnen hier. Na, hier kann man richtig raus. Die ist Reflexion, ne? Ja. Reflexion. Stimmt, was, dahinter ist was, ja. Das steht im Duden so. Was weiß denn Duden schon? Ha, der läuft auf nichts. Ich seh's hier gerade. Der hat keinen Boden. Der Titan da hinten. Ja, ich will auch raus. Kann man aber, glaube ich, nur mit Rocket Jump sehen. Ich würde nur gerne erstmal wissen, wo du gerade bist, Markus. Hinten zwischen den Gebäuden die Zäune raus. Ja. Ah. Ja, okay, hier kann man es auch vielleicht sehen. Wie ist er da rausgekommen? Ach, da ist ein Loch drin. Rocket Jump. Ey. Komm, dieses große Gebiet, was man hier hinten erkunden kann, das wird hier nicht umsonst sein. Ja, denke ich nämlich auch, aber laut der Alphas. Ne, nicht das hier, aber ich meine das eingezäunte Gebiet noch. Vielleicht ja wohl Minen. Ich erwarte eher einen Knopf für die sogenannte Wand, die Simon da ja uns aufzeigen wollte. Hm. Aber ich bezweifle es irgendwie. Hier sind überall Türen. Irgendeine davon muss doch aufgeben. Eben. Are you alright over there? Hoch. Das ist der Spawn-Bereich. Von hinten. Hier ist auch Alpha. Hey, hier geht's runter. Ah ne, ist nur ein Parkplatz. Alles gut. Den will. Ich falle erst mal ganz woanders hin. Oh, hier geht's runter. Runterfallen. Ja. Wo ist hier? Da, wo geht's, wo steht. So hilfreich. Guckst du Map? Ja. Ich muss Shield gucken. Ja. Ja, und so, ne? Irgendwie so ein bisschen lame. Zeit von Rocket Jump reicht ja meistens aus, bevor man endgültig wirklich drin ist im Kampf. Mhm. Aber ich meine, es ist wirklich ein hübsches Gebiet. Vor allem, schau dich mal die Farbe des Wassers an, was hier eigentlich aufgehalten wird. Was? Hübsch lila. Ja. Doch, ja, hat was. Es hat Atmosphäre! Und der folgt mir einfach. Natürlich. Bom. Wenn andere von der Brücke springen, springt man nach, ne? Das ist freundlich so, ja. Hui. Guten Ton. Right, focus this time. Hey, have you heard?
Ja, Lemminge hier. Hey, are you hurt? Are you alright over there? Hey, are you hurt? Ja, es ist gut. Wir waren einfach wirklich rück. Ja, einmal noch. Ey, hier geht's auf. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber die Tür ist aufgegangen. Wir sind die Besten. Ja, wir sind halt einfach gut, ne? Vielleicht war das da hinten doch ein Knopf. Keine Ahnung. Wirklich. Vielleicht hat man sich einfach nur 10-mal in den Abgrund stürzen müssen. Oder so, ja. Was sind das hier für schöne Sachen? Irgendein Computerkram. Da stehen lauter undefinierbare längliche Dinge auf Tischen. Das werden Zähne sein. Die leuchten Container. Ich will sie jetzt mal nicht weiter benennen. Und diese anderen Dinger sind die Teile, die am Blitzturm dranhängen. Nebenbei leuchten hier keine Behälter, ne? Da hinten in der Ecke. Oh, die leuchten. Nee, das sind die undefinierbaren Dinger, die Markus meinte, glaube ich. Diese länglichen blauen? Ja. Und die länglichen blauen mit Rippen, das sind, wie gesagt, die aus dem Blitzturm. Vielleicht ja auch einfach nur eine elektronische Form. Möglich. Hier sind noch mehr Werte, die blinken. Die meinte ich von Anfang an. Ja, es ist schön. Ich verstehe diesen Raum nicht. Der war nicht von Anfang an offen. Spielen wir Fußball? Nein. Komm, ich habe hier einen Bürostuhl. Fußball mit dem Bürostuhl, warum auch nicht? Ja, ich meine, funktioniert ja. Ich lass mich raus. Good to go. Da, komm. Pass. Was ich gerne wissen würde, ist, was eigentlich auf dem PC draufsteht. Was durch die Konsole läuft. Das kann ich mir noch nicht entziffern. Ich nagel dich. Auf. Okay. Dein Arsch gehört mir. No, not yet. Nein. Bring das Thema nicht schon wieder auf. Nee, halt ihn noch mal kurz fest. Kann ich nur mal kurz gucken. Man muss schon sagen, das ist eine verdammt professionelle Nagelpistole. Jo. Wow. Was zum... Ah, okay. Road Spikes. Ja. Die halten aber nur einmal. Was? G2 wird als Gegner angesehen. Überhaupt als Einheit, die nicht direkt uns gehört. Ja. Komm mit. Boff. Verschwinde. Die Tür hinten ist immer verschlossen, ne? Ja. Ne, bleibt's wohl auch. Verbarrikadiert ist sie ja. Feuerfässer. Feuerfässer? Feuerfässer. Nebenbei, kurzer Test, den ich noch durchführen muss. Eins. Ja, ich schlag die Nägel in die Decke, warum auch nicht? Dieses Wasser ist sofort tödlich. Ja. Ach, es ist schön. Ja. Guck mal, so viele rote Sterne hier oben. Der Abgrund hier auch, ne? Ja. Aber ehrlich, warum genau ist hier schon vorgebaut? Bei Baum. Mal zeigen es Leute, die uns hier alle schon mal vorgewärmt haben. Ah, oh, ist schon warm. Hey, are you hurt? Die 8 Minuten sind um, oder? Ja, denke ich auch. Tschüss. Aber es hat euch noch Spaß gemacht. Ja, tschüss. Servus.